Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Baphomets Fluch Teil 2. Ich bin's wieder, euer Paddy, und ja, wir sind hier so ein bisschen jetzt am Strand und wollen mal schauen, wie es hier weitergeht. Wir reden mal ein bisschen mit dem netten Haiku oder Bert, den wir geärgert haben. Tag, Bert. Sag bloß nicht Tag zu mir. Du bist mir ein schöner Freund. Was ist denn los? Hä? Ich habe eine prima Idee. Warum verkleiden Sie sich nicht als Jim Hawkins und klettern zu dieser Höhle da oben? Welche Höhle? Die Höhle da? Ha, du hältst mich wohl für bescheuert. Hab mir den Rücken verknackst, dass mich diese Hornissen über die verdammten Palisaden gescheucht haben. Keine Chance, dass ich da raufklettere. Naja, das schränkt die Auswahl etwas ein. Schade. Wie ist das so, mit Carlton Hawks zu arbeiten? Ein verdammtes Elend, Kumpel. Warum nur? Verstehe einer. Okay, Hören Sie, Bert, was ist los? Du hast vielleicht Nerven, du. Wenn ich's nicht besser wüsste, würde ich sagen, du hast mir den Pfannkuchen nur gegeben, damit die Hornissen auf mich losgehen. Aber, Bert, sowas tut mir doch auch weh. Wie können Sie sowas auch nur denken? Ganz einfach, indem ich mir die Beweise ansehe. Ach, Mensch. Ich weiß ja sowieso nicht, warum Sie immer noch Stuntman sein wollen. Weil das alles ist, was ich kann, oder? Wenn ich das nicht mache, was mache ich denn dann? Wie wäre es mit einem Job als Stunt-Koordinator? Was denn das? Sie stehen einfach rum, so mit dicker Jacke und Baseballmütze, und erzählen den Stuntleuten, was sie tun sollen. Kann ich denn sowas? Hey, Sie machen diesen Job seit Jahren und leben immer noch. Das muss doch gut sein für die Arbeitsmoral. Nö, also ich weiß nicht. Sie kriegen Ihr eigenes Megafon. Ich mach's. George Stobbart, internationaler Abenteurer, Halsbrecher, Waghals und freibeutender Berufsberater. Yay! Bei welchen Filmen haben Sie denn so mitgemacht? Kennst du noch Todesritter des 10. Grades? Der psychotische Biker, der in den Schulbus gerast ist? Das war ich. Oder was ist mit Sie beteten zu Satan? Ich war der Typ in der Krankenhausszene. Du weißt doch, der da anfing zu brennen. Und dann durch das verdammte Dachfenster fiel. Ich glaube, die habe ich im Kino verpasst. Schade. Es muss doch cool sein, so durch die Welt zu reisen. Ja, nett hier, nicht? Meine Beryl liebte die See. Freien Tag in Clacton. Echt wuchtig. Bisschen Aalengelee runterspülen mit einer Flasche Birkstoff. Ein Ründchen abzocken beim Bällchenhüpfen und dann die Stadt aufmischen. Natürlich, damals konntest du mit einem Zehner die Nacht noch wie King Louis leben. Tombola, schaumige Tasse Kaffee auf der Uferpromenade. Wissen Sie, irgendwie habe ich nicht die leiseste Ahnung, wovon Sie da reden. Ja, warum nur? Auf mal zu Haiku. Hey, Haiku. Was ist denn los? Miau, Mann. Wieso guckst du denn so betröppelt? Ich mache vielleicht keine Million Dollar im Monat. Und hinter meinem Körper hecheln auch nicht Tausende von willigen, wenn auch unkritischen jungen Frauen hinterher. Aber dafür habe ich was, was du nicht hast. Dieses kleine Stückchen Kohle. Mann, jetzt kommst du mir aber reichlich komisch. Warum? Der hat Asche, Mensch! Warum guckt er so betröppelt? Es gibt nichts weiter, was ich vom Kameramann wissen will. Doch, wir nutzen die Kamera. Nur mal langsam mit den jungen Pferden, Cowboy. Finger weg von der Ausrüstung oder die Gewerkschaft kriegt dich am Arsch. Oh, okay. Gib mir einen Pfannkuchen. Ah, nee, haben wir nicht. Dann den Schlüpper. Er ist zu beschäftigt mit dem Filmen. Diese Kamera macht erstmal keine Fahrten mehr. Oh, steckt fest. Na, reden wir mal mit dem Hawks. Na? Warum drehen Sie nicht in der Höhle, oben in den Felsen am Ende des Strandes? Wir haben keinen Stuntman mehr. Hey, ich mache den Stunt. Danke für das Angebot, aber wenn Sie runterfallen, verklagen Sie uns doch. Ich doch nicht. Haben das alle gehört? Ich hab's gehört. Das langt, dann sind wir abgesichert. Irgendwelche Vorkenntnisse? Todesmutige Sprünge, verzweifelte Faustkämpfe, Explosionen um mich herum, was immer Sie brauchen. Okay, Leute, Bewegung. Wir drehen die Szene am Ende des Strandes. Nein, tun wir nicht. Die Kamera hängt immer noch hier fest.
Mist, hatte ich ganz vergessen. Kommando zurück, Stobbert. Wir müssen doch diese Höhle hier benutzen. Nimm doch die Schulterkamera. Sie sehen nicht sehr fröhlich aus. Warum sollte ich fröhlich sein? Schauen Sie sich diese Höhle an. Da soll angeblich der Schatz versteckt sein. Und? Schauen Sie doch hin, die Höhle ist Müll. Sieht so vielleicht ein Ort aus, wo irgendwer seinen Schatz verstecken möchte? Ich hätte mir von den Bühnenbildern eine richtige Höhle bauen lassen sollen. Eine cinematische Höhle. Was meinen Sie mit cinematische Höhle? Eine mit Dramatik. Gefahr. Eine, die aussieht wie der Mund eines riesigen Steinschädels, wäre cool. Aber ich wäre ja schon mit Dramatik und Gefahr zufrieden. Warum nimmt ihr nicht die Schulterkamera? Das verstehe ich nicht. Flash? Jo? Wir können nicht an der Felsnadel drehen, weil der Kamerawagen feststeckt, stimmt's? Mitten ins Schwarze, Partner. Warum nehmen wir dann nicht einfach die Handkamera? Hey, weißt du, das ist gar keine schlechte Idee. Naja, also na dann los. Ich habe mich mit dem Kameramann unterhalten. Er hat eine tragbare Kamera. Und? Dann können Sie doch in der Höhle in dem Felsen hinten am Ende des Strandes drehen. Das ist die dramatischste Höhle, die ich je gesehen habe. Wir haben keinen Stabilisierungsgurt dafür. Die Kamera würde wackeln. Hatte Griffiths etwa einen Stabilisierungsgurt, als er The Birth of a Nation gedreht hat? Sie haben recht zum Henker. Hitchcock, Wells. Keiner von denen brauchte sowas. Ja, genau. Und Sam Raimi stabilisierte seine Kamera auf einem Brett. Requisite, besorgt mir ein Brett. Wir schreiben Filmgeschichte. Ganz heiße Kiste. Wir machen einen Cinema Verité Piratenfilm. George, ab in die Maske. Wir machen aus Ihnen einen Star. Schon unterwegs. Los geht's. Die Maske ist ein kleines Zelt. Also, mal sehen, als was für ein Filmstar er jetzt rauskommt. Aha. Ich wäre soweit, Mr. Hawks. Ein neuer Star am Himmel ist geboren. George Stobbert, der Stuntman. Es ist der Stein, den Ketch von den Spaniern erbeutet hat. Der Adlerstein. Als Nico das Dorf der Schamanen erreicht, ist letzteres verwüstet von... Ich komme nach Caramonte zurück und erfahre, dass George bei Concha eine Nachricht für mich hinterlassen hat. Er ist schon unterwegs zum Indio-Dorf, also muss ich mich beeilen, um ihn einzuholen. Als ich dort ankomme, finde ich eine Stätte der Verwüstung vor. Was ist hier nur passiert? Da waren wir ja erst gewesen, oder? Ja, na klar, um sie zu retten. Alles abgebrannt. Das ist Georges Sonnenbrille. George, wo steckst du? Titipoko, ich bin fast froh, dich zu sehen. Nicht witzig. Du kleines Arschloch. Was ist hier passiert? Warst du daran schuld? Und wo ist George? Hast du ihn gesehen? Er zeigt auf die qualmenden Überreste einer Hütte. Ob es wirklich Sinn macht, mit ihm zu reden? Das ist George's Sonnenbrille, richtig? War er hier? Schatz! Wo ist er jetzt? Was hat er da? Der hat den Stein. Was ist denn das? Das sieht ja aus wie der Stein, den wir aus Paris mitgebracht haben. Aber etwas ist anders. Genau, da ist ein Adler eingraviert. So muss es sein. George muss diesen Stein in der Karibik gefunden haben und konnte ihn verstecken, als Karsaks Männer das Dorf angriffen. Ich hoffe nur, George, ist nichts passiert. Wo ist George? George war hier, stimmt's? Er zeigt auf die qualmenden Überreste einer Hütte.
keine große Hilfe. Gib uns den Stein! Ich brauche keine Lampe, denn es ist heller Tag. Außerdem ist sie doch sowieso kaputt. Na und? Eine zerbrochene Lampe. Vermutlich der Grund all dieser Zerstörungen. Na, wir gehen mal weiter. Aha, hier hört es schon wieder auf. Ah, Meierstein. Er ist zu heiß zum Anfassen. Na, hast du irgendwas mit zum Abkühlen? In meiner Handtasche ist nichts Brauchbares drin. Schade. Ja, doch, hier. Ja, doch, dieses Fass kippt das Fass um. Ich habe nicht genug Kraft, um dieses Fass umzuwerfen. Das war mir ja schon wieder fast klar. Ja, dann nimm hier diesen Dolch. Na, hat auch nicht geholfen, ne? Ich habe nicht genug. Ah, was haben wir denn noch Schönes? Haarspange? Funktioniert das? Nein. Ja, toll. Warum mit dem Dolch das nicht funktioniert, das verstehe ich auch nicht. Und den mit dem Meierstein? Dann soll er helfen. Los, hilf das Fass umzukippen. Hey, Kurzer, mach dich mal nützlich und hilf mir mit dem Fass. Ja, wenigstens. Danke. Was. Den kenne ich. Das ist der Kojotenstein. Ich habe den Kojoten und den Jaguarstein. Tetipoko hat den Adler. Nach dem, was der Schamane gesagt hat, ist das alles, was wir brauchen, um mit Tezcatlipoca fertig zu werden. Zu schade, dass er nicht auch einen Rat hatte, wie wir mit Karsak fertig werden. Was ist? Worauf zeigst du? Hier mal zum einen. Asche. Der Gedanke, dass es sich um die Überreste von Menschen handeln könnte, jagt mir Schauer über den Rücken. Ich will ihn nichts fragen. Und das Fass? Ist da noch irgendwas? Ich kann nichts mit dem Fass anfangen. Ich brauche keine Lampe. Ja, ist ja gut, dann geh mal hier rüber. Irgendwas muss ja in der Richtung sein. Na? Nach einem mehrstündigen Marsch auf dem Dschungelpfad treffen wir... Ah. Er ist uns gefolgt. Wie bist du überhaupt an einen Irren wie Karsak geraten? Karsak? Wupp-wupp-loko. Ja, mir macht er auch Angst. Na, das glaube ich. Erstmal das Seil nehmen. Generator, Motor. Dann erstmal mit dem Motor. Na gut. Na, dann versuch mal den Zylinder. Was ist denn mit dem? Ja, Zylinder kriegst du schon mal ab. Ja gut, wir gucken mal, was ist denn hier mit den Leuten? Die sind bewaffnet. Hey, Senorita! Zu spät. Er hat mich gesehen. Bonjour, mon Capitaine. Oh nein, nur Sergeant, meine Schöne. Was tun Sie hier? Och! Mausibär sagte, ich könnte ihn hier treffen. Mausibär? Oh,
Ich meine natürlich den General. Wir sind Freunde. Darf ich zur Pyramide? Oh, wir haben strengste Anweisungen, niemanden durchzulassen. Aber ich habe Ihnen doch gesagt, wer ich bin. Das würde doch bestimmt niemanden stören. Na ja. Oh, bitte. Ich wäre ja auch so dankbar. Ich sag Ihnen was. Ich werde Pablo fragen, ob es okay ist, wenn Sie raufgehen. Ja? Wenn Pablo mich sieht, bin ich tot. Ah, no. Ist wirklich nicht der Mühe wert. So sehr interessiert mich diese doofe Pyramide nun auch wieder nicht. Naja, in Ordnung. Ist sowieso Männerarbeit da oben. Ich treibe mich hier einfach ein bisschen rum, okay? Okay, tun Sie das. Ich sollte mein Glück nicht überstrapazieren, indem ich die Wachen nochmal anquatsche. Ja, du hast recht. Was ist das eigentlich für ein Wachmann? Ich will wirklich nicht mit Ihnen reden. Sieht so ein bisschen aus wie Tarzan. Ja, gut, na gut, na gut. Ich will wirklich... Schau mal, irgendwie müssen wir das Ding doch hier antreiben können. Kannst du uns was sagen? Ich will ihn nichts fragen. Ja, na gut. Ja, wir haben den Zylinder, bloß... Ich frage mich, was mit dem Seil ist. Also mit dem Aufzug kann es schon mal nicht sein. Funktionieren tut's nicht. Schauen wir mal. Da brauchen wir jetzt doch wieder Hinweise. Die Männer lassen mich nicht auf die Treppe. Gibt es noch einen Weg nach oben? Tipp 1. Wieso versuchst du es nicht mit dem Aufzug? Ja, auf den Tipp sind wir schon gekommen. Untersuche das Stahlgerüst und interagiere mit dem Motor. Heb das Seil auf und interagiere mit Titi Poco. Und rede mit ihm über das Seil. Toll. Wenn das Seil unten hängt, interagiere damit, um es am Motor zu befestigen. Okay, okay, okay. Erstmal das Seil nehmen. Und mit ihm reden. Titi Poco, irgendwelche schlauen Einfälle, was ich mit diesem Seil anfangen kann? Er schaut mich nur fragend an. Wenn einem von uns beiden ein Plan einfällt, dann wohl eher mir. So, jetzt mit dem Motor. Aha, hat nicht geholfen. Der Knopf scheint gar nichts zu bewirken. Der Knopf scheint gar nichts zu bewirken. Ja, irgendwie noch nicht. Ich will ihn nicht... So, also wir haben ihn gefragt. Interagiere mit Titi Poco, rede mit ihm drüber. Ja, wenn das Seil nach unten hängt, interagiere damit, um es am Motor zu befestigen. Ach, wir sollen das Stahlgerüst noch untersuchen. Das Gerüst reicht bis ganz oben an die Spitze der Pyramide. So, jetzt nehmen wir nochmal das Seil. Versuchen nochmal mit ihm zu interagieren. Titi Poco, ich habe einen wichtigen Auftrag für dich. Nimm dieses Seil, bring es nach oben auf das Gerüst und wirf es rüber. Oben! Seil! Ja gut, klettern kann er ja gut. Na mal sehen. Er nimmt natürlich gerade den Weg ganz nach oben. Er klettert und klettert. Schwuppdiwupp kommt das Seil. Und jetzt können wir es auch mit dem Motor verbinden. Und ab an dem Motor. Sehr gut. Müssen wir nur noch den Motor starten können.
Der Knopf scheint gar nichts zu bewirken. Hm. Passiert immer noch nichts. Wir brauchen den Generator, bloß will der nicht so wirklich funktionieren. Kein Benzin oder was ist das Problem? Sieht aus wie eine Benzinleitung. Ja, ach nee. Ein altes Notstromaggregat. Hm. Metallzylinder, wenn ich den... Ach man, manchmal ist es echt nicht einfach mit dir. Ja, dann gib uns doch mal einen Tipp. Ich habe das am Motor befestigt, aber der Aufzug funktioniert immer noch nicht. Und jetzt kommt der Generator-Tipp, wetten? Vielleicht brauchst du einen Motor, der Motortreibstoff, ja. Nimm den Zylinder aus dem Generator. Benutze den Dolch, um mit die Benzinleitung, was? Mit der Benzinleitung und fange an, den Treibstoff in... Ja, toll. Also braucht diese Dings diesen Generator also gar nicht. Quasi. Na gut. Dann nehmen wir jetzt mal den Dolch. Mit der Benzinleitung, wenn sie nicht noch weit... Komm jetzt hier rüber. Los, Abmarsch. Nehmen wir den jetzt mit der Benzinleitung. Zack. Und sollten jetzt anfangen, nicht wegzulaufen, sondern hier. So, und das in den Motor geben. Ach, da ist die Tankkappe. Moment. Vor allem... Ach so, hat jetzt aufgehört. Nimm den Zylinder und... Nein. Ach, hier war's. Tankkappe. Da rein. Hebel. Und Knopf. Hustend erwacht der Motor zum Leben. Hebel. Da kommt sie wieder runter. Dann brauchen wir wieder seine Hilfe. Titipoko. Wenn ich es dir sage, will ich, dass du genau das tust, was ich tue, okay? Tust genau. So, auf zum Aufzug. Und jetzt. Okay, fertig. Weg sind sie. George, mir wird sofort klar, dass diese Bastarde meinen George ihrem Tezcatlipoca als Opfer darbringen wollen. Nur über meine Leiche. Wie können wir das verhindern? Jetzt müssen wir doch irgendwas machen. Zum Glück ist George der Einzige, der mich bemerkt hat. Wo sind sie? Die Sonnenfinsternis geht gleich los. Nur Geduld. Ihre Mutter wird gleich hier sein und Karzak kommt bestimmt kurz nach ihr. Kümmern Sie sich nur um den Yankee und überlassen Sie die Sorgen anderen Leuten. Mach Platz, Raoul. Diese Verrückten wollen George opfern. Schnauze, Stobbart. Halt einfach die Schnauze. Immer mit der Ruhe. Der kann nur noch zahnlos bellen. Hey, Raoul, warum tust du uns nicht beiden einen Gefallen und erschießt Pablo? Du bist sehr lustig, Stobbart. Ich habe Marseille noch nicht vergessen. Wenn Karzak dir gleich das Herz rausschneidet, dann bin ich es, der als Letzter lacht. Und ich wette, ich bin nicht der Einzige hier, der heute noch geopfert werden soll. Was, Raoul? Ich warne dich. Raoul ist ein nervliches Wrack. Ich hoffe nur, George provoziert ihn nicht zu sehr.
Ja, ich denke mal, der weiß schon, was er tut. Ja. Schwierige Situation. Wie wird es hier weitergehen an dieser Stelle? Das sehen wir erst in der nächsten Folge. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr da wieder mit einschaltet und sage schon mal bis dahin, euer Buddy und ciao.